Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst für das große mediale Interesse, das mich auch durch den gesamten Wahlkampf begleitet hat und das in vielen Phasen zu einer sehr fairen Berichterstattung geführt hat, in einigen Fällen zu einer etwas tendenziellen. Heinz-Christian Strache hat ein Jahr lang in vielen Gesprächen versucht, mich davon zu überzeugen, dass ich für dieses Amt kandidieren soll. Und es ist kein großes Geheimnis, dass ich mich sehr geziert habe. Ich habe sehr viele Gründe gefunden, warum ich das nicht machen werde. Und ich bin aber froh, dass er mich letztendlich doch davon überzeugt hat, diesen Schritt zu gehen. Ich habe natürlich Bedenken gehabt, ob ich auch als behinderter Mann da in der Lage bin, so einen Wahlkampf wirklich durchzustehen. Bei Nationalratswahlen gibt es ja viele Kandidaten, natürlich den Spitzenkandidaten, aber dann doch viele und das Interesse verteilt sich etwas. Bei Präsidentschaftswahlen bist du wirklich im Mittelpunkt des Interesses und das ist eine große Herausforderung. Aber es war nicht eine körperliche Herausforderung, wie ich mir gedacht habe, sondern eine, wo man es auch aushalten muss, wenn man sich plötzlich einer Kritik ausgesetzt sieht, die man nicht erwartet hat. Bei mir war es ja immer so, dass es immer geheißen hat, noch vor meiner Kandidatur, das ist ein Mensch, mit dem kann man gut reden, auch Verhandlungen zu Verfassungsmaterien führen. Und ich habe dann auch im Parlament, wenn man sich die Wahlergebnisse der Präsidenten ansieht, wir sind ja zu dritt, die meiste Unterstützung bekommen. Dann musste auch von Mandataren anderer Parteien gewählt werden. Und dann plötzlich bist du Kandidat und dann bist du ein unheimlich böser Mensch, der zwei Gesichter hat und unheimlich böse NLP-Tricks anwendet, um den Kandidaten gegenüber zu verwirren. Das ist natürlich nicht der Fall. Für mich war dieser Wahlkampf eine unglaublich positive Erfahrung, weil im Laufe dieser Wochen mit dem steigenden Bekanntheitsgrad eine richtige Euphorie vorhanden war, eine riesige Unterstützung. Viele Gäste bei Veranstaltungen, oft haben die Autogrammstunden und die Termine für Selfies noch weit länger gedauert als die eigentliche Veranstaltung. Unzählige Briefe, die ich zu Hause bekommen habe, Glücksbringer, die Nachricht, dass Menschen für dich beten, das ist alles sehr berührend. Auch jetzt noch rufen Menschen bei meiner Mutter an. Ja? Wir haben gestern geweint am Telefon. Es war wirklich bewegend und eine tolle Erfahrung, wenn man sieht, welche großartigen Menschen hier in Österreich leben und wie sehr sie mit dir als Politiker mitfiebern. Also ich kann sagen, von Politikverdrossenheit, die immer wieder herbeigeschrieben wurde, ist in Österreich keine Spur. Die Menschen interessieren sich für Politik und leben auch mit, wenn es um den Kandidaten geht, der sich einer Wahl stellt. Und ich möchte jetzt bitte etwas sagen, was mir ganz besonders wichtig ist. Für die Medien aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland. Die FPÖ ist keine rechtsextreme Partei. Wenn eine rechtsextreme Partei in Österreich angetreten wäre, und ich bin als Kandidat der FPÖ angetreten, ich habe das immer gesagt, nicht als Unabhängiger. Ja. Eine rechtsextreme Partei hätte in Österreich vielleicht ein Wahlergebnis erreicht von 2%. Größer ist der Narrenanteil in Österreich mit Sicherheit nicht. Wir sind eine Mitte-Rechtspartei mit hoher sozialer Verantwortung. Und deswegen war es möglich, 50% der Stimmen bei dieser Wahl zu erreichen. Ich war gestern sehr enttäuscht, dass ich Herrn Fockenhuber in einer, ich glaube es war im Report, Spezial gesehen habe, der in einer unglaublich schäbigen, auf eine unglaublich schäbige und ungustiöse Art und Weise jene Wähler angegriffen hat, die mich unterstützt haben. Und das ist nicht die Art und Weise, wie man Gräben in Österreich zuschüttet. Also ein Politiker von vorgestern hat hier versucht, genau das zu tun, was eigentlich Van der Bellen nicht will. Ich habe gestern noch mit Dr. Van der Bellen telefoniert, habe ihm gratuliert zum Wahlsieg und ich wünsche ihm für diese wirklich wichtige Aufgabe für Österreich alles Gute. Wir sind zwei Politiker mit völlig anderen inhaltlichen Ansichten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Weg, den er inhaltlich gehen will, nicht der bessere Weg für Österreich ist. Das beginnt bei TTIP, wo ich gesagt habe, ich werde das nicht unterzeichnen, ich möchte eine Volksabstimmung. Ich habe gesagt, ich möchte direkte Demokratie. Er vertritt eher das Element der Abstimmungen ausschließlich im Parlament.
Es ging um die Frage der Sicherheit, der finanziellen Ausstattung des Bundesheers, wo ich 1% des BIP für das Bundesheer gefordert habe. Es geht um die Frage der Ausstattung unserer Exekutivbeamten, Polizei. Es geht um die Frage der Grenzsicherung. Hier haben wir völlig unterschiedliche Ansichten. Aber ein Wahlergebnis ist zu akzeptieren. Und ich bitte jene Österreicher, die heute verzagt sind, verärgert sind, nicht in den Fehler zu verfallen, sich wechselseitig anzugreifen. Wir sind alle Österreicher. Und in Österreich ist Platz für viele Meinungen. Und das macht auch das Wesen der Demokratie aus. Nämlich, dass es Menschen gibt, die verschiedene Überzeugungen haben. Ich glaube, dass Österreich heute noch viel mehr ideologisiert ist im positivsten Sinne, die ihre Überzeugungen haben, die aber auch respektieren müssen, dass jemand eine andere Meinung vertritt und dass in der Demokratie dann die Mehrheit entscheidet und die Mehrheitsentscheidung von allen Menschen mitgetragen werden muss. Das ist meine ganz, ganz große Bitte an Österreich und an alle Österreicherinnen und Österreicher. Wir sind ein stabiles Land mit einer starken Demokratie und in dieser Demokratie nehmen wir Wahlergebnisse zur Kenntnis. Ich habe auch gesehen, dass es im Internet einige Postings gegeben hat, und zwar auf beiden Seiten. Van der Bellen Befürworter, Van der Bellen Gegner, Hofer Befürworter, Hofer Gegner. Ich möchte jeden bitten, der glaubt, im Internet anonym unterwegs zu sein, das zu unterlassen. Früher hat es das beim Autofahren gegeben, kann man erinnern, ja, wo die Menschen sich wechselseitig beschimpft haben, weil sie glauben, man weiß dann nicht, wer im anderen Auto sitzt. Heute erleben wir das in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, dass sich der Charakter eines Menschen dort zeigt, wo er glaubt, anonym zu sein. Und ich bitte alle Österreicher, auch Charakter zu zeigen, Respekt zu zeigen vor dem politischen Mitbewerber. Wir haben im Parlament viele Parteien. Es ist gut, wenn diese Parteien heftig streiten, weil das zeigt auch, dass sie für ihre Überzeugung leben. Und dann gibt es eine Abstimmung. Und jeder versucht, aus seiner Überzeugung hoffentlich den besten Weg für Österreich zu wählen. Meine Damen und Herren, die FPÖ ist heute stärker denn je. Es ist für mich als Person natürlich nicht einfach, mit wenigen tausend Stimmen nicht gewonnen zu haben. Also der Tag, wo Sie ins Tagebuch eintragen, ich wäre heute fast Präsident geworden, das ist nicht sonderlich angenehm. Aber es ist auf der anderen Seite genauso schwierig, mit nur wenigen Stimmen Überhang Präsident zu sein. Denn man muss auch in dieser Funktion dann Präsident für alle Österreicher sein und diesen zweiten großen Teil Österreichs zu überzeugen, das wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe und das ist nicht einfach. Die FPÖ wird gestärkt durch dieses Wahlergebnis kommende Wahlauseinandersetzungen bestreiten. Ich möchte mich sehr herzlich bei Heinz-Christian Strache bedanken, der vor 11 Jahren diese Partei bei 3% übernommen hat und durch einen unglaublichen Einsatz, durch eine unglaubliche Geradlinigkeit und durch eine hohe soziale Intelligenz diese Partei wieder zusammengeführt hat und so stark gemacht hat, wie sie noch nie in der Geschichte der FPÖ war. Er hat damit auch am Sonntag Geschichte geschrieben. Ich werde, das wird jetzt alle vielleicht beunruhigen, die sagen, sie sind froh, dass ich nicht Präsident geworden bin, mit meiner ganzen Persönlichkeit und mit allen Fähigkeiten und auch Schwächen, die ich besitze, als Kandidat bei der nächsten Nationalratswahl auf einem weiteren Listenplatz hinter Heinz-Christian Strache alles versuchen, um diese FPÖ so stark zu machen, dass wir mehr als ein Drittel der Wählerstimmen für uns gewinnen können. Warum das so wichtig ist? Das ist ein Punkt, wo ich mit Dr. Van der Bellen sehr gestritten habe im Wahlkampf, weil er gesagt hat, er wird nicht zulassen, dass die FPÖ Regierungsverantwortung übernimmt. Wenn die FPÖ mehr als ein Drittel der Wählerstimmen erreicht bei der nächsten Nationalratswahl, dann sind Verfassungsgesetze ohne Freiheitliche nicht möglich. Und dann wird es fast unmöglich sein, zu verhindern, dass der Wahlsieger auch Verantwortung für Österreich übernimmt. Und wir wollen Verantwortung für Österreich übernehmen, als, ich sage noch einmal, Mitte-Rechtspartei mit großer sozialer Verantwortung. Ich bitte die internationalen Medien, sich doch einmal unser Parteiprogramm anzusehen. Es ist auch in englischer Sprache abrufbar.
Und dieses Programm zum Beispiel zu vergleichen mit dem Programm, nehmen wir gar nicht die Republikaner her, mit den Demokraten in den USA. Und Sie werden ganz klar sehen, dass die FPÖ nicht rechts von den Demokraten steht, sondern links, wenn man sich das Programm ansieht. Noch einmal, eine Partei, die rechtsextrem wäre, hätte in Österreich keine 2% der Stimmen erreicht. Wir haben 50% erreicht durch eine vernünftige Linie, aber auch durch klare Antworten. Ich mag dieses Politsprech nicht, wo man dauernd um Probleme herumredet, nur weil man alle Menschen ansprechen will. Und sagt, ich muss irgendwie für jeden etwas haben und dort muss ich ein bisschen links sein und dort ein bisschen rechts und da ein bisschen oben und dann unten und dann wirtschaftsliberal und dann will ich wieder Verstaatlichung. Nein, man muss wirklich seinen Weg konsequent gehen, damit die Menschen wissen, woran sie sind und damit sie auch das Vertrauen haben, dass das, was vor einer Wahl gesagt worden ist, auch nach einer Wahl gilt. Ich möchte mich nicht nur bei Heinz-Christian Strache bedanken für seine großartige Unterstützung, sondern auch bei Herbert Kickl, meinem Wahlkampfleiter, und beim lieben Martin Klier, wobei mich besonders betroffen hat ein Abkommen, das wir hatten, eine Wette nämlich zwischen uns. Martin Klier hat gesagt, wenn ich diese Wahl gewinne, lässt er sich die Haare schwarz färben. Und deswegen bin ich so besonders enttäuscht, weil das hätte ich wirklich gern gesehen, wie er aussieht. Aber man kann es ja auf Photoshop einmal versuchen und schauen, wie das gestaltet sein wird. Also auch danke an die gesamte FPÖ, die Ortsgruppen haben toll gearbeitet, die Bezirksgruppen, die Landesgruppen. Es war eine irrsinnige Begeisterung dabei und diese Begeisterung nehmen wir mit in die künftige Arbeit. Und ich möchte mich auch bei Ihnen, bei den Vertretern der Medien, herzlich bedanken für Ihr großes Interesse, für die Berichterstattung. Ich freue mich sehr auf eine zukünftige positive Zusammenarbeit. Alles Gute. Yes.